Hallo Leute, heute in Elektro in 5 Minuten. Zwei Dioden, kann ich ein Ersatzschaltbild von zwei Dioden erstellen? Vielleicht sogar auf eine Diode reduzieren? Geht sowas? Keine Ahnung. Nein, hier gibt es die Lösung. Das funktioniert folgendermaßen. Also, ich habe hier zwei Dioden und jetzt hier in diesem Video angenommen zwei gleiche Dioden. Es gibt noch ein späteres Video, da sind es unterschiedlich. Da ist es nicht mehr so schön. Aber in diesem Fall ist es ganz easy. Jetzt bin ich zwei Dioden, also beide 0,7 Volt Flussspannung, Diffusionsspannung und wir RD gleich 1 Ohm. Und dann kann ich hier ganz einfach und ganz easy sagen, das ergibt hier eine Diode, eine neue Diode mit einer Flussspannung von 0,7 Volt und einem differenziellen Widerstand RD von 0,5 Ohm. Aber das geht, wie schon gesagt, nur, wenn die beiden Dioden gleich sind. Wer jetzt Bock noch hat, wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Also wie man hier drauf kommt. Also hier ist es immer, das wird immer halbiert bei zwei Dioden parallel. Gut, jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Also, das kann ich ja wiederum sagen, ist eine Spannungsquelle. Hier. 0,7 Volt, 0,7 Volt. Hier habe ich RD 1 Ohm. Hier habe ich RD gleich 1 Ohm. So, jetzt schaut die ganze Geschichte eigentlich so aus. Und ich kann ja wiederum sagen, okay, das behandle ich wie ein lineares Netzwerk. Und jetzt kann ich hier wieder sagen, okay, ich schaue hier wieder rein in dieses Netzwerk und berechnen wir zuerst den Innenwiderstand. RI. Dazu deaktivieren der beiden Quellen, also Spannungsquelle ausschalten. Und dann ist hier RD und RD parallel. Also RD parallel RD. Und ja, das ist dann RD mal RD durch RD plus RD. Und ihr seht schon, RD Quadrat durch 2 RD. RD kann ich kürzen, RD halbe. Also ihr seht, wenn die beiden RDs gleich sind, ist RD halbe und RD ist 1, also 1 halb Ohm. Bingo, jetzt haben wir das. Jetzt zweiter Fall, Spannung. Und jetzt habe ich zwei Quellen, das bedeutet, ich brauche den Überlagerungssatz. Also Überlagerungssatz sieht wie folgt aus. Also ich brauche hier Netzwerk 1. Volt, 1 Ohm, 1 Ohm. Und mich interessiert hier diese Spannung. Und diese Spannung bei den Klemmen ist ja letztendlich die Spannung über dem einen Widerstand. Ja, hier Strom fließt in diese Richtung. Blub, 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 blub. Den kann ich mir hier schon mal berechnen. Der ist hier 0,7 Volt, wie viel das Volt noch, geteilt durch Gesamtwiderstand, sprich 2 Ohm, weil die beiden sind ja in Reihe. Und ich erhalte 0,35 Volt als Strom. Das bedeutet, hier diese Spannung ist 0,35 Volt, weil dieser Strom fließt hier durch mal 1 Ampere, ergibt 0,35 Volt. Gut, haben wir das. Jetzt Netzwerk Numero Duo. Ja, also ich muss jetzt hier diese Quelle deaktivieren, sprich diese. Dann sieht die ganze Geschichte hier so aus. Ich habe hier die 0,7 Volt, hier 1 Ohm, hier 1 Ohm. Lupf, lupf. So. Strom fließt in diese Richtung. Also jetzt kann ich wieder sagen, okay, was ist jetzt hier wieder der I? Ja, ich habe hier eine Masche. Ich weiß 0,7 Volt durch 2 Ohm macht wieder 0,35 Volt. Okay, die fließen jetzt hier auch so rauf. Ja, das fließen so rauf. Wir erzeugen hier also dann eine Spannung von 0,35 Volt. Das treibe ich jetzt zu, dass ihr das schon ermitteln könnt. Strom ist 0,35 Ampere. Der Strom ist hier 0,35 Ampere mal 1 Ohm gibt 0,35 Volt. So, jetzt hier 0,7 Volt nach unten, 0,35 nach oben gibt in diese Richtung 0,35 Volt. So, jetzt muss ich jetzt von diesem Teilnetzwerk und dieses Teilnetzwerk hier noch schön zusammenzählen und das ergibt 0,7 Volt. Das ist hier das, 0,5 ist hier, was gehabt hier, das.
Ja, Leute, so sieht es jetzt aus bei zwei parallelen Dioden, die identisch sind. Es wird noch ein Video folgen, was passiert, wenn die nicht identisch sind, also unterschiedliche Widerstand, unterschiedliche Diffusionsspannung. Wie es dann aussieht, seht ihr dann im weiteren Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch hier oben, abonnieren, ganz wichtig, Leute, abonniert hier diesen Kanal, damit ihr wachsen kann, damit ich hier noch viele ultramäßige Videos abdrehen kann. Und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Macht's gut in diesem Sinne. Tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander mit dem Elektro 5 Minuten.